Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am heutigen 8. Sonntag nach Trinitatis, der ganz unter dem Thema steht, die Früchte des Geistes. Und ich wünsche uns allen den Segen aus und durch diesen Gottesdienst. Amen.
Gott, wir gedenken deiner Güte. Gott, wie dein Name, so reicht auch dein Ruhm bis an der Weltenden. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Christus, Herre Gott, Ehre sei Gott in der Höhe, er sei dem Vater oben im allerhöchsten Thron. Er sei mit Dank und Loben seinem allerliebsten Sohn. Er sei zu aller Zeit dem Heiligen Geist gesungen, in allem Volk und Zungen, heut und in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du regierst alles in unfehlbarer Weisheit. In Demut bitten wir dich, wende von uns ab, was uns schadet, und gib in deiner Güte, was uns zum Besten dient. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel für den heutigen 8. Sonntag nach Trinitatis, wie sie geschrieben steht im Römerbrief im 8. Kapitel. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Halleluja, Halleluja. Hallelujah, hallelujah.
Hört auch ein Evangelium für diesen Sonntag aus dem Johannesevangelium im 15. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, da sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns Gott preisen mit dem Lobopfer unserer Lippen und mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.
Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, das Evangelium dieses Sonntags aus Matthäus 7, die Verse 15 bis 23. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, lass dich einmal fragen, bist du ein vorsichtiger Mensch? Mitunter ist ja Vorsicht geboten, etwa im Straßenverkehr. Schon kleine Kinder lernen da, vorsichtig zu sein. Viele schließen nicht erst seit der Corona-Pandemie eine Reiserücktrittsversicherung ab, wenn sie eine Reise buchen oder einen Flug. Man will vorbereitet sein und möglichst nicht so viel Geld verlieren, wenn es dann doch nicht zur Reise kommen kann. Ja, die Menschen sind sehr vorsichtig geworden. Aber es gibt einen Punkt, da sind viele Menschen sehr unvorsichtig, unbedacht. Gehören wir vielleicht dazu? Der Herr Jesus mahnt uns zu besonderer Vorsicht, wenn es um sein Wort, dessen Auslegung und Anwendung geht. Er spricht im heutigen Evangelium sehr eindringlich und wir wollen seine Mahnung jetzt bedenken unter dem Thema Hütet euch vor falschen Lehren. Jesus erklärt uns zwei Dinge, nämlich warum die Vorsicht so wichtig ist und woran wir falsche Lehren erkennen können. Jesus erklärt uns, warum die Vorsicht so wichtig ist. Wer mit dem Auto unterwegs ist, der muss auf ganz viele Schilder achten. Manchmal sind so viele Schilder an einem Ort, dass man vom Schilderwald spricht. Gerade dann, wenn es Baustellen gibt, wie nicht nur aktuell hier in Zwickau sehr viele, sondern besonders auch auf den Autobahnen, dann heißt es besonders vorsichtig zu sein, um ja keinen Unfall zu bauen. Schon mindestens 2 Kilometer bevor die Baustelle auf der Autobahn beginnt, stehen die ersten Hinweisschilder. Achtung, es kommt bald eine Baustelle. Warnschilder sind da besonders wichtig, weil sie dem Autofahrer die Augen für bevorstehende Gefahren öffnen. Solche Warnschilder gibt es auch in der Bibel. Ein Beispiel gefällig? Nun, der Beginn unseres Evangeliums. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Damit richtet der Herr Jesus unseren Blick zunächst auf die Kirche. Wer meint, Kirche sei Kirche, ganz gleich, was gelehrt wird, Hauptsache Jesus wird verkündigt, der liegt eben falsch. Nicht einmal der Hinweis
auf das lutherische Bekenntnis im Namen einer Kirche kann die Garantie geben dafür, dass in dieser Kirche auch wirklich Gottes Wort rein gelehrt wird und dass es sich damit um eine lutherische Bekenntniskirche handelt. Die Predigten mögen eingängig, die Aktivitäten der Kirche beeindruckend sein, doch Gott mahnt uns, alles an ihr zu prüfen. Wir sollten uns nicht auf den äußeren Anschein verlassen. Es könnte sein, dass wir da Schafskleider sehen oder dass wir die falschen Propheten eben nicht entdecken, die sich dahinter verbirgen. Der Teufel hat seine Gehilfen, die Herr, Herr vorheucheln, so wie wir es auch in unserem Predigttext hören. Von ihnen schreibt Paulus schon im Römerbrief: Sie dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauche. Durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie unschuldige Herzen. Und im 2. Timotheusbrief schreibt derselbe Apostel, getrieben vom Geist: Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Leider kommt es auch vor, dass ernsthafte, treue Gläubige abfallen und zu falschen Propheten werden können. Beispiele dafür finden wir in der Bibel genug. Denken wir an Aaron, Moses Bruder, den ersten hohen Priester. Was tat er? Zunächst folgte er Gott. Aber dann, als Mose auf dem Berg war, um von Gott die Gesetzestafeln zu erhalten, da wurde auch er schwach. Er ließ sich vom Volk drängen und sammelte auf Wunsch des Volkes einen Goldschmuck ein und goss ein goldenes Kalb, stellte sich später hin und sagt: Das ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. So war aus einem treuen Diener ein falscher Prophet geworden. Auch heute kann es die Kirche leider nicht verhindern, dass falsche Propheten aufstehen. Ihrem äußeren Anschein nach sind sie oft nicht als Diener des Teufels zu erkennen, sondern scheinen treue Christen zu sein. Aber der Schein trügt. Darum ist es besonders wichtig, vorsichtig zu sein. Jesus will uns mit dieser Mahnung nicht die Freude verderben. Er will uns auch nicht Angst machen. Aber er will zeigen: Seid nicht unbedacht. Prüft alles, seid vorsichtig. Prüfen sollen wir allerdings nicht nach unseren Ordnungen, die wir kennen, oder nach unserem Gutdünken, sondern Gott selbst gibt uns die entsprechende, richtige Messlatte mit seinem Wort in die Hand. Auch darum ist es wichtig, dass wir die Bibel regelmäßig lesen und sie mehr und mehr verinnerlichen. Wir sollten nie meinen, wir wüssten schon alles, was in der Bibel steht und hätten deshalb das Lesen der Bibel oder die Bibelstunde nicht mehr nötig. Jesus mahnt uns nicht allein zur Prüfung der Kirche, sondern auch unserer eigenen Person, wenn er sagt: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das heißt, jeder Christ wird von Gott geprüft, ob er wirklich ein Christ ist in seinem Herzen. Es kommt nicht allein auf den Ruf Herr, Herr an. Es kommt nicht allein darauf an, dass wir Jesus immer wieder beim Namen nennen oder dass wir in die Kirche gehen. Entscheidend ist die Frage: Regiert Jesus wirklich in unserem Herzen? Treibt uns der Heilige Geist dazu, Jesus, den Herrn, in unserem Leben auch wirklich sein zu lassen und wirken zu lassen? Jesus sagt sogar: Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Es sieht also alles äußerlich sehr christlich aus. Die äußere Mühe mag recht rege gewesen sein.
mag den Anschein haben, dass man aktiv im Reich Gottes gearbeitet hat. Vielleicht wird man von anderen sogar als frommer Christ bezeichnet. Doch die Frage bleibt nach dem inneren Motor, nach dem Antrieb, der einen in Bewegung versetzt, der einen motiviert. Ist es das Wirken des Heiligen Geistes? Ist damit unser Tun Frucht des Glaubens? Dann geht es einem in allererster Linie um die Ehre Gottes, nicht um Selbstdarstellung oder Selbstverwirklichung. Lassen wir uns prüfen, ob das bei uns so ist. Vor allem aber lassen wir uns dazu führen, es zu ändern, wenn es vielleicht in der Vergangenheit nicht so war. Kommt das Herr, Herr nicht aus gläubigem Herzen, dann ist es Gott ein Greuel und ruft seinen Zorn hervor. Dann ist und bleibt unsere Betriebsamkeit, die scheinbar Gottesreich dienen soll, sündiges Streben und führt noch weiter vom ewigen Ziel weg. Darum ist es wichtig, nicht allein Kirchen, sondern auch uns selbst immer wieder zu prüfen und zu gucken und vorsichtig zu sein. Lebt Jesus noch in mir, in meinem Herzen? Jesus sagt, hütet euch vor falschen Lehren. Und er erklärt uns, warum die Vorsicht so wichtig ist und woran wir falsche Lehren erkennen können. Wenn wir im Straßenverkehr gegen geltende Gesetze verstoßen, dann kann es sein, dass ein Messgerät das aufzeichnet und wir kurze Zeit später schwarz auf weiß den Beweis mit einem Foto zugeschickt bekommen. Wenn jemand beim Tapezieren zu Hause, beim Malern die Wand nur großflächig streicht und oberflächig drüber geht, dann wird er bald feststellen, wenn die Farbe trocken ist, oh, da schimmert ja noch alte Farbe durch. Ja, manche Fehler, die erkennen wir ziemlich schnell. Aber woran kann man denn nun falsche Lehren erkennen? Jesus erklärt es uns in unserem Predigttext. An ihren Früchten sollte sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Einmal mehr bewahrheitet sich, was Luther sagt, dass ein Kind von wenigen Jahren die Schrift verstehen kann. Denn das, was wir gerade gehört haben, das können wir alle unterschreiben. Das ist einsichtig und klar und deutlich. Aber ist uns auch aufgefallen, worum es eigentlich geht? Um Erkenntnis. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Hier geht es nicht um eine unsichere menschliche Meinung, sondern hier geht es vielmehr um eine göttliche Gewissheit des Glaubens. Wir Christen sollen ein Urteilsvermögen haben, das auf dem unerschütterlichen Grund des Wortes Gottes beruht. Man kann den falschen Propheten, ihren Herrn, nicht am Äußeren ablesen, sondern allein an den Früchten. Wenn man ein Schaf sieht, vermutet man ein Schaf. Wenn es aber ein falscher Prophet ist, dann tritt er auf wie ein Schaf, wie ein frommer Christ, aber dahinter verbirgt sich der reisende Wolf, der nichts Gutes im Schilde führt. Wenn er sich so in die Herde einmengt, dann hat er vor, die Herde zu reißen, sie zu zerstreuen. Die gewisse Erkenntnis falscher Lehre erfordert aber eine ernste und gewissenhafte Prüfung unsererseits. Wir haben dazu wunderbare Hilfsmittel, nicht nur Gottes Wort selbst, sondern wir haben auch einen Katechismus. Hand aufs Herz, hast du seit deiner Konfirmation den Katechismus wieder mal in der Hand gehabt? Nicht bloß vielleicht zum Lernen mit den eigenen Kindern, sondern
um dich selbst wieder einmal gründlich zu bilden? Der Katechismus ist ein ganz tolles Buch, weil dort die Themen der Heiligen Schrift nicht chronologisch, nicht der Zeitfolge nach, sondern eben thematisch geordnet sind. Und so kann man sehr gut sich einen Überblick verschaffen und man hat ein gutes Handbuch, was den Namen zurecht trägt, weil es in die Hand passt und man gut darin nachschlagen kann. Man kann so auch themengebunden wichtige Dinge und Wahrheiten aus Gottes Wort lernen. Und was man da lernt, kann man dann auch anwenden zur Prüfung. Denn die Prüfung, die darf ja nicht leichtfertig oder oberflächlich geschehen, sondern es geht um eine gründliche Forschung unter Gebet. Aber wir haben die Verheißung in unserem Predigtext, dass wir die falschen Propheten erkennen werden, nämlich an ihren Früchten. Was sind aber diese Früchte? Wer vorschnell antwortet, ohne in die Schrift zu blicken, wird meinen, es sind die Werke, ihre fromme Lebensführung oder ihr Auftreten. Halt, das könnten Schafskleider sein. Das ist oberflächlicher Mantel. Im Lukas-Evangelium beschreibt Jesus die Früchte der falschen Propheten mit folgenden Worten. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Es geht also um die Frucht der Lippen. Zur Prüfung eines Propheten müssen wir bedenken, was er sagt. Wie schon mehrfach betont, ist dazu die Bibel, Gottes eigenes Wort, der einzig gültige und gute Maßstab. Wer ehrlichen Herzens Gottes Diener sein will und ist, der wird auch alles von Herzen gern lehren, was in der Bibel steht, ohne Wenn und Aber. Er wird nichts auslassen und nichts verändern. Er wird an keinem Punkt den Aussagen der Bibel widersprechen wollen, sondern es klar so nehmen, wie es geschrieben steht, wie Gott es eingegeben hat durch seinen Geist. Beachten wir Folgendes. Wir sollen nicht prüfen, wie es gesagt wird, sondern was gesagt wird. Es ist für unsere Prüfung wichtig, dass wir in kindlicher Einfalt bei dem bleiben, was Christus selbst sagt und lehrt. Doch Vorsicht, allein reicht nicht aus. Wenn wir etwas als falsch erkennen, das sollte dann auch eine Wirkung haben. Wenn wir wissen, dass der grüne Knollenblätterpilz giftig ist, werden wir uns davor hüten, ihn zu essen. Und genauso wollen wir es auch halten, wenn wir merken, da ist falsche Lehre im Spiel. Wir sollten dann auch dazu übergehen, diese falsche Lehre als solche zu brandmarken und zu meiden. Kommen wir noch einmal auf die Selbstprüfung zurück. Was sollen wir tun, wenn wir bei unserer Prüfung festgestellt haben, dass wir vielleicht hier oder da in letzter Zeit mal ein Schafsgewand übergezogen hatten, aber eigentlich eher den falschen Propheten ähnlich waren? Nun, das ist etwas, was die Bibel Sünde nennt. Und wie wir mit Sünde umgehen sollen, sagt uns Gott auch sehr deutlich in seinem Wort und lädt uns ein, komm her. Änder dein Leben. Wirf die Sünde weg. Wirf sie auf mich, auf meinen Sohn Jesus Christus. Bekenne sie und lass sie. Und ich will dir von Herzen gern vergeben. Ich will dir von Herzen gern das alte Schafsgewand abziehen, den Wolf rausnehmen und dich zu einem echten Schaf machen. So dass du auch in deinem Lehren, in deinem Reden ein treues Kind, mein treues Kind bist. Das will Gott selbst
an dir tun durch seinen Geist. Er will dir die Kraft dazu geben. Und dann wird er dir am Ende zurufen, komm her, du Gesegneter meines Vaters, ererbt das Reich, das dir bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das verleihe der gnädige Gott uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, wir bitten dich für deine Kirche. Leite all ihre Diener durch deinen Geist und hilf deinem ganzen Volk. Gib deinem Wort Macht, dass der Glaube wächst und die Liebe zunimmt bei uns und in aller Welt. Wir bitten für die Regierenden. Sei mit allen, die Verantwortung tragen in den Völkern, dass sie die Macht, die ihnen anvertraut ist, nach deinem Willen gebrauchen. Lass sie das Recht wahren und den Frieden schützen. Wir bitten dich für alle Notleidenden. Hilf du den Armen und Kranken und tröste sie. Stärke alle, die in Not und Anfechtung sind, besonders da, wo Christen um der Wahrheit willen verfolgt werden. Erfülle sie mit dem Heiligen Geist. Wir bitten dich für unsere Familien. Sei mit deinem Frieden in unseren Häusern. Heilige die Ehen. Segne die Erziehung der Jugend. Gib aller ehrlichen Arbeit gutes Gelingen. Erhöre uns in deiner Liebe durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es ist eine Danksagung. Selig sind die Barmherzigen, Halleluja, denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe gestärkt und getröstet hast. Wir bitten dich in deiner Barmherzigkeit, hilf uns dadurch zu starkem Glauben an dich und zu herzlicher Liebe unter uns allen. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Ich möchte Sie alle herzlich einladen zu unserem nächsten Gottesdienst. So Gott will, versammeln wir uns am kommenden Sonntag hier um 9 Uhr zum Predigtgottesdienst. Am Donnerstag sind Sie um 19.30 Uhr herzlich zur Bibelstunde in den Kirchsaal eingeladen. Ich möchte allen Helfern danken, die es den Bewohnern im Pflegeheimhaus Planitz gestern möglich gemacht haben, an der Andacht teilzunehmen. Und erinnern möchte ich an die Listen, die hinten ausliegen, für den Gemeindetag und das Bläserfest. Beides findet im Zusammenhang statt, so Gott will, am Samstag in nicht ganz 2 Wochen, am 20. August. Und Sie sind dazu herzlich eingeladen. Und wenn Sie kommen möchten und bei den Mahlzeiten dabei sein möchten oder Kinder für die Kinderbetreuung haben, bitte tragen Sie sich in die Liste ein. Ebenso, wenn Sie etwas für das Kaffeetrinken mit beisteuern möchten. Heute ist Anmeldeschluss, damit das Team Möglichkeit hat, Essen zu bestellen und alles soweit vorzubereiten, auch für den Einkauf. Deshalb tragen Sie sich bitte heute ein, wenn Sie denn kommen möchten, was ich Ihnen sehr ans Herz lege. Besonders dann am Nachmittag um 16.30 Uhr hier das Bläserfest unserer Kirche am Samstag in
fast 2 Wochen. Wir wollen uns zum Schluss grüßen mit Gottes Wort für diese Woche aus Epheser 5, Verse 8 und 9. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht aber des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und der dreieinige Gott segne uns alle mit dem Reichtum seiner Gnade. Amen.